Hamburg, herzlich willkommen zu unserem Videoformat My First Trade, mittlerweile das 14. Video und wie letzte Woche schon erwähnt an meiner Seite Lennart. Moin Lennart, wie geht's dir? Moin Carlos, moin zusammen. Ja, mir geht's gut, wie immer, Gott sei Dank. 14. Teil, Carlos hat ja schon alles gesagt, dann würde ich sagen, legen wir direkt los. Genau, was geht's denn heute? Ja, wir haben ja versprochen, gleitende Durchschnitte, Deep Dive, wir wollen also tiefer reingehen. Das Thema, da kann man Tage, Wochen drüber erzählen. Wir wollen euch jetzt so die klassischen gleitenden Durchschnitte erklären. Wir haben die MetaTrader 4 Software, ja, und einer meiner lieblingsgleitenden Durchschnitte, jetzt mal wieder also ein bisschen Werbung machen, bei uns im Traders Club 24 ist ein gleitender Durchschnitt. Ich zeige euch den mal, der sich so ein wenig verfärbt. Hier sehen wir das. Den gibt es also nicht auf, einfach mal so, sondern da sieht man sehr, sehr schön hier an diesem gleitenden Durchschnitt. Ja, blau ist für Long, wir sind in der Aufwärtsphase, rot, dann kommt Schwäche rein, dann wieder Long in die Aufwärtsphase. Ich möchte aber gerne mit Lena zusammen nochmal eine Auffrischung machen von letzter Woche, denn es geht bei My First Trade nicht um Hätte, Wenn und Aber, sondern wir wollen ja gemeinsam eine Strategie entwickeln und die dann gemeinsam auch dann am Markt platzieren. Ja, und ich werde jetzt kurz mal einen Präsentationsmodus reinlegen und hier einen Teil aus unserem täglichen Business, was Lennart macht, was ich mache, ja, mit einer Strategie und die hier mit den gleitenden Durchschnitten auch arbeitet. Wir haben das ja letzte Woche an dieser Tafel gemacht. Hier sieht man sie im Original. Fünfer smoothed auf High, Fünfer smoothed auf Low. Und worauf müssen wir jetzt achten, Lennart? Genau, also wurde ja auch letzte Woche besprochen, aber nochmal kurz die Wiederholung. Wir haben ja einmal immer diesen Indikator, den Sonnenindikator, kommen wir später vielleicht noch dazu. Und vor allem aber diese zwei gleitenden Durchschnitte, das sind hier, sieht man schön eingekreist, diese beiden ockerfarbenen Linien. Und wir müssen auf die gut ausgeprägte Heikin-Ashi-Kerze achten, entweder Long oder Short. Und die muss eben, wie der Carlos auch beschrieben hat, unterhalb schließen und auch der Kerzenkörper muss in dem Fall jetzt beim Short-Signal teilweise unterhalb sein. Zeigt schon der Pfeil ganz gut drauf. Da sieht man jetzt eine schöne ausgeprägte Heikin-Ashi-Kerze, die unterhalb schließt. Genau. Und wichtig ist hierbei nochmal, du hast es letztes Mal ja auch erwähnt, dadurch, dass wir auf Tagesbasis traden, diesen Trade auch konzipiert haben oder diese Strategie, bedeutet auch, dass die letzten 5 Tage wir einen Durchbruch nach unten haben, weil du hattest es ja sehr gut formuliert, genau, den Mittelwert der letzten 5 Tage. Ja, und das bedeutet hier schon, das ist ein starker Impuls mit der ausgeprägten Kerze. Und ihr seht hier an dieser Kerze, da sind so schwarze Knupsis dran. Das sind die Balkencharts, die wir ja zusammengefügt haben. Und man sieht an dieser roten Heikin-Ashi-Kerze, die dort zentral auch zu sehen ist, dass der Schlusskurs wirklich im Tief war und ist. Und das eigentlich der Impuls ist auch für einen Short-Trade. Wo wir einen Stop-Loss platzieren, wo wir unser Gewinnziel machen, was die Sonne da oben zu bedeuten hat, das in den nächsten Videos. Ja, aber hier geht es ja heute darum, um den gleitenden Durchschnitt nochmal durchzusprechen. Das wäre ein Short-Trade. Das Ganze, ja, ist auch hier nochmal wichtig, wenn ihr das auch übt, Schlusskurs. Eine Tageskerze, eine Tages-Heikin-Ashi-Kerze bedeutet immer zum Schlusskurs. Wenn wir die nächste Folie nehmen, dann sehen wir auch hier das Ganze im Long-Modus, Lennart. Wir sehen hier auch verschiedenste Heikin-Ashi-Kerze, aber ja, welche Kerze würden wir nehmen in diesem Bild? Also das wäre jetzt von den blauen Kerzen, sieht man ja schön eingekreist, die dritte Kerze, das ist die, die dann gut ausgeprägt ist. Wir sehen hier einen großen Kerzenkörper und einen relativ kleinen Docht. Wenn wir uns zwei Kerzen zuvor mal anschauen, da haben wir unten so eine riesige Lunte und oben so den großen Docht. Und jetzt, wenn ich in dem Verhältnis spreche, das würde ich mal sagen, vielleicht 60% Docht, 40% Körper. Das ist natürlich sehr schlecht. Wir wollen immer Minimum 60% Kerzenkörper und 40% Docht Maximum. Und ja, das ist da bei der dritten Kerze auf jeden Fall gegeben. Ich würde mal sagen, so grob 80-20 ist hier das Verhältnis. Das ist eine Top-Kerze und ja, da werden wir dann einsteigen und den Long-Trade platzieren. Genau. Wir gehen jetzt mal direkt rein in den Live-Modus und dann kannst du auch gleich deinen MetaTrader nochmal zeigen. Und ich werde hier mal die Tagesstrategie mal reinfügen und aktualisieren.
Ja, das ist also da, worauf wir uns in den nächsten Tagen in den Videos beschäftigen werden, den ersten Trade auf Swing-Basis zu tätigen. Wir werden dann aber auch in den kurzfristigen Modus wandeln. Und der Scan läuft hier und wir sehen es hier. Ich gehe mal auf Tagesbasis und im Nasdaq Technologiebörse gab es hier ein schönes Short Setup. Ja, wir sehen es hier, diese rote Kerze schließt unterhalb des unteren Bandes. Das ist also ein Short Trade und wir können als Trader in beide Richtungen spekulieren, entweder auf fallenden Kurs oder auf den steigenden Kurs, genauso im Euro-Kanadisch-Dollar. Jetzt merkt ihr schon, warum ich eigentlich mir so viel Mühe gegeben habe, in den ersten Videos euch diese ganzen Währungen, Majors, zu erklären. Das hat schon Sinn, weil wir auch uns auf die Jagd machen nach Pips oder auf Pips, in dem bezüglich auch auf die Devisenpaare, und das ist also auch eine gut ausgeprägte Kerze. Ich übergebe jetzt das Wort nochmal an Lennart und auch auf seine Software, und vielleicht kannst du einmal auch zeigen, Lennart, bei einem normalen Chart. Mhm. Du hast es ja letztes Mal von verschiedensten gleitenden Durchschnitten gesprochen. Ja. Vielleicht zeig uns doch mal den gängigen, den du persönlich favorisierst oder deine Clubmitglieder, die du betreust. Okay, ja, jetzt habe ich mal, okay, man sieht meine Software schon, ich habe mir hier mal einen Chart aufgerufen, ja, das ist der Euro-Australische Dollar. Ich würde ein paar Punkte noch sagen, bevor ich dann zu den gleitenden Durchschnitten komme, die ich verwende oder die ich gut als Anhaltspunkt finde. Man sieht ja hier den Euro-Australischen Dollar, wie ich schon gesagt habe, und ich gehe mal ganz kurz vorab auf die verschiedenen gleitenden Durchschnitte ein. Wir haben ja einmal Smooth aufs High, einmal aufs Low, auf einer Periode von 5. Und wir haben dann in dieser Strategie noch verschiedene andere gleitende Durchschnitte. Wir haben einmal den 10er, den 21er, den 50er, den 100er und den 200er. Das sind diese verschiedenen Linien, die man hier sieht. In der Regel ist es so, je weiter weg vom Kurs und je glatter die Kurve von diesem gleitenden Durchschnitt, desto höher die Periode. Also wir sehen ja beim 5er zum Beispiel, der ist sehr dicht am Kurs. Ich zoome hier mal ein bisschen rein. Ja, diese ockerfarbenen Linien sehen wir ja, der bewegt sich fast hier mit dem Kurs eigentlich identisch mit, ist ein bisschen geglättet, dadurch, dass es halt den Mittelwert so abbildet. Und dann, je weiter wir weggehen, sehen wir hier, dass der 100er, das ist der 200er, hier haben wir den 50er, desto glatter werden die Kurven. Also je größer die Periode in der Regel, desto glatter die Kurven. Genau, ich hatte ja letzte Woche davon gesprochen, dass ich den 200er gerne verwende und das vor allem auch, also für mich oder generell für viele Trader, für dich ja sicherlich auch, Carlos, du erwähnst ja auch selber oft, dieser Schnittpunkt von den gleitenden Durchschnitten, also wenn jetzt der schnellere, also kürzere gleitende Durchschnitt, zum Beispiel der 21er den 50er schneidet oder, was ich letztes Mal erwähnt hatte, der 50er den 200er, dass das immer ja eine gute Möglichkeit ist, genau, einen Einstieg zu finden, genau. Man kann dazu sagen auch, dass man den 100er gleitenden Durchschnitt und den 200er gleitenden Durchschnitt auch als Widerstände und Unterstützungszonen betrachten kann, weil der Kurs dort erstmal hinlaufen kann. Ich werde es mal versuchen. Sieht man auch. Ja, na, vielleicht kannst du mal ein Beispiel zeigen bei dem 200er. Genau, sieht man hier auch ganz gut, dass, ja, dass so ein gleitender Durchschnitt sehr gut, wie du gesagt hast, als dynamischer Widerstands- oder Unterstützungspunkt gesehen werden kann. Wenn ich jetzt hier mal ein bisschen rauszoome, sehen wir hier am 200er, dass der hier einmal abgeprallt ist, der Kurs hier nochmal abgeprallt ist. Hier hat er den zweimal kurz durchbrochen, aber wir sehen, hier ist er auch nochmal abgeprallt. Genau, deswegen kann sehr gut als dynamischer Widerstands- oder Unterstützungspunkt gesehen werden. Warum dynamisch sozusagen, was bedeutet dieses Wort? Das Widerstandsniveau oder in dem Fall hier Unterstützungsniveau wandert mit sozusagen. Wir haben jetzt nicht eine Zone, wo wir sagen, da prallt er immer wieder ab, sondern quasi mit dem gleitenden Durchschnitt ändert sich dann hier auch das Unterstützungsniveau. Also wir sehen, einmal ist er hier abgeprallt, einmal hier, dann ist er zum dritten Mal nochmal hier abgeprallt und schauen wir mal, ja, was jetzt kommt. Vielleicht prallt er wieder ab, vielleicht durchbricht er ihn nach unten. Genau. Was ich noch, ich wechsle mal kurz auf meinen Monitor, und wie wir damals die Strategie entwickelt haben, war sie doch relativ langweilig, weil sehr wenig Setups da waren, weil wir damals immer spekuliert haben, und das liegt jetzt schon fast 15 Jahre zurück, wenn sich der 10-Tages-Durchschnitt mit dem 21-Tages-Durchschnitt kreuzen, dann würden wir erst short einsteigen. In diesem Beispiel jetzt bei Nasdaq sehen wir diesen gleitenden Durchschnitt hier, den grünen 21er, und das ist der ganz dünn hier,
Ich mache den mal in einer anderen Farbe. Das ist der 10er. Wir machen den jetzt mal in schwarz, dann könnt ihr das besser erkennen. So, wenn die sich kreuzen und wir sehen hier, das braucht noch ein bisschen mehr Dynamik. Und jetzt haben wir natürlich ein bisschen Chili in die Strategie reingelacht und haben gesagt, ey, eigentlich ist der gleitende Durchschnitt und eine gut ausgeprägte Haikin-Ashi-Kerze und das letzte Hoch ausreichend, um den Impuls reinzulegen. Aber wenn man diesen Nasdaq-Trade jetzt betrachtet, dann sehen wir den 50er als Unterstützung. Dann haben wir hier den 100er, was du gesagt hast, und dann wirklich den 200er. Und da sind wir ja weit, weit von entfernt. Und da müssen die Zahlen von Nvidia schon relativ schlecht ausgefallen sein, damit der Kurs hier richtig Luft rauslässt. Aber wir sehen an diesem Beispiel auch mit dem gleitenden Durchschnitt. Als letzter Punkt, was ich euch mitgeben kann, wenn ihr im Chart gleitende Durchschnitte seht, so wie ich jetzt auch, wie so ein Fächer, und der Fächer geht zusammen, man nennt das in der Fachsprache ein Cluster, dann kann ich euch sagen, könnt ihr die Uhr nachstellen, dann gibt es eine größere Bewegung, weil das ist relativ selten der Fall. So, und dadurch, dass wir live sind, hört ihr auch hier letztendlich, dass mein Telefon auch ab und zu klingelt. So, wenn wir also ein Cluster haben, wie in diesem Beispiel, dann haben wir hier, wie wir hier auch sehen, einen schönen Ausbruch. Ja, achtet mal drauf. Genau. Und Lennart, ich würde sagen, weil wir ja immer das im Schnellformat hier durchgehen. Wenn ihr noch weitere Fragen haben solltet zu gleitenden Durchschnitten und ihr sagt, ihr würdet gerne nochmal ein Video haben, schreibt es vielleicht unten in den Kommentaren. Gebt uns ein Feedback, wird uns sehr, sehr freuen. Ja, ansonsten lasst euch überraschen auf dem nächsten Teil. Wenn du aber noch was sagen möchtest jetzt. Also ich hätte einen ganz kurzen Punkt noch, weil du es schön gerade angesprochen hast, dass oftmals, wenn sich die gleitenden Durchschnitte generell so zusammenziehen und immer enger werden und dann auch schneiden, oftmals eine große Bewegung kommt. Man sieht tatsächlich vorab oftmals auch, dass es vorkommt, dass sie, sobald der Trend in Richtung Ende geht, erstmal auseinandergleiten und dann aber wieder enger zusammenkommen. Und dann, wenn sie sich schneiden, dann gibt es oftmals den sehr großen Impuls und eine lange, lange Trendbewegung. Sehr spannend, sehr spannend. Also, ich wünsche euch einen guten Start in die Woche, gute Trades und viel Disziplin und bis zur nächsten Woche. Vielen Dank auch von meiner Seite, viel Spaß, viel Erfolg, gute Trades und bis dahin. Ciao.